Hallo alle miteinander. Hallo Professor, haben Sie schon wieder was von Steel Cage Burning gehört? Nein, aber es ist eine interessante Kurzgeschichte mit dem Titel Abgeblitzt rausgekommen. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Das kann absolut nicht sein. Ein leuchtendes Vorbild des journalistischen Handwerks schnupft Koks und bestellt sich Nuten, während seine Frau direkt vor der Tür steht. Bitte hört auf, euch zu streiten. Ein Ausrutscher kann doch jedem mal passieren. Er hat es bestimmt nicht so gemeint. Das ist in diesem Fall völlig egal. Er hat so etwas nicht zu tun, und laut dem veröffentlichten Werk war es ja auch bei weitem nicht das erste Mal. Naja, es ist schon etwas unfair für seine Frau, aber mein Gewerbe lebt eben auch von solchen Männern. Wenn er unsere Dienstleistungen gerne in Anspruch nehmen will, kann doch eigentlich niemand anderes etwas dafür. Man sollte vielleicht auch bedenken, was die katholische Kirche dazu sagt. Er hat seine Strafe durch die Prostitution abgemildert. Eine schwere Sünde wäre es erst gewesen, wenn er die Frau seines besten Freundes zu sich gestellt hätte. Das ist in diesem Fall doch völlig egal. Schlimmer geht immer, aber eine solche Tat ist in jedem Fall absolut furchtbar. Man kann den Ärger darüber schon verstehen, aber es gibt Männer, die sind leider so. Wenn mir das passiert wäre, wüsste ich nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Es gibt gute Psychologen.